Ein großes Ereignis wirft seinen Schatten voraus. Überall im europäischen Motorsport rüstet man zur internationalen Sechstagefahrt 1956. Auch bei Zündapp in Nürnberg. Hier, im Berg an der Dieselstraße, versammeln sich in den letzten Tagen vor der klassischen Prüfung des Geländesportes 24 Fahrer aus allen Teilen des Kontinents, um ihre Maschinen in Ordnung zu bringen, die doch die schwere Zerreißprobe erfolgreich durchstehen sollen. Sind endlich die Vorbereitungen abgeschlossen, dann geht es in gemeinsamer Fahrt nach Oberbayern. Zentrum der traditionellen Veranstaltung mit Start und Ziel ist Garmisch-Partenkirchen, die Doppelstadt am Fuße der Zugspitze. Austragungsstätte Olympischer Winterspiele, vor dem Kriege schon Schauplatz einiger Sechstagefahrten auf deutschem Boden. 320 Fahrer aus 18 Nationen haben sich angemeldet. Schließlich treffen 313 Teilnehmer im Werdenfelser Land ein und beziehen in Garmisch-Partenkirchen ihre Unterkünfte. Im Fahrerlager vor dem Schießstadion herrscht reges Leben und Treiben. Hier stehen die Renndienste der Brennstoff- und Zubehörfirmen, warten die Einsatztrupps der Fahrtleitung. Die 31. internationale Sechstagefahrt seit 1913 beginnt, wie üblich, mit der technischen Abnahme der Maschinen. Ein Ingenieurstab prüft die Fahrzeuge auf ihre Fahrsicherheit und kontrolliert alle technischen Einzelheiten. Sämtliche lebenswichtigen Teile werden mit einer Geheimfarbe, die keinem Konkurrenten zugänglich ist, gekennzeichnet. Leicht austauschbare Werkstücke durch Plomben gesichert. Damit soll über die gesamte Fahrtdauer hinweg jeglicher Austausch irgendeines defekt gewordenen Teiles gegen ein unerlaubt beigebrachtes gutes Ersatzstück verhindert werden. Ab 6 Uhr früh geht es los. Es ist sehr kalt und zu allem hin regnet es noch hier und da. Der internationale Chefzeitnehmer am Start entlässt je 2 bis 3 Fahrer in Abständen von einer Minute. Ein schneller Start ist wichtig. Springt die Maschine nicht sofort an, dann gibt es dafür bereits Strafpunkte. Bei der Sechstagefahrt geht es vor allem um den Gewinn der internationalen Trophäe. 7 Nationen, England, Deutschland, die Tschechoslowakei, dann Österreich und Schweden, weiterhin noch Italien und Russland, kämpfen um diesen begehrten Mannschaftspreis. In jedem Team fahren 6 Mann. Sie alle müssen landeseigene Maschinen benutzen.